Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part. Let's play Pokémon Kaizo Blau. Ich wollte schon Empire Earth sagen, aus Gewohnheit. Im letzten Part haben wir eine schöne Grillparty gemacht, haben ein paar Pokémon verbrannt. Und ja, jetzt sind wir hier am Mondberg. Wir können uns ja auch mal das Carpador hier mitnehmen für läppische 500. So, was kannst du für Attacken? Es kann... Warte, sehe ich das richtig? Carpador kann eine... Carpador kann eine Attacke. Außer Platscher. Carpador kann Bubble. Das ist ja sehr interessant. Aber es ist immer noch scheiße. So, jetzt springen wir mal da runter und schauen, was passiert. Wahrscheinlich kommt man dann hier nicht mal mehr zurück. Ja doch, okay. Alles klar, man kommt hier nach wie vor zurück. Psyduck. Hallo, ich bin Psyduck. Wow, theoretisch könnten wir hier ein bisschen grinden. Bei Level 15 ist schon ein schönes Grinding-Level. Wisst ihr was, ich glaube ich... grind jetzt meine Pokémon alle auf Level 20 hoch. Auch mein, jetzt schaut meine Verlobte wieder ein Video an. Dann, jetzt wird dann noch mein Video gesperrt. Ja. Ich glaube, ich grind meine Pokémon bis Level 15, vor allem Magikarp. Ne, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut. So, hier bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde gegrindet und jetzt haben alle unsere Pokémon und unser Carpador Level 20. Okay, keine Entwicklung. What? Das akzeptiere ich jetzt irgendwie nicht. Ich meine, ich habe jetzt hier trainiert wie ein harter... Okay, das nervt mich jetzt. Wann entwickelt sich Carpador? Also sie haben das Level erhöht. Wo es sich entwickelt? Ich glaube, ich schaue mal schnell nach, wann sich entwickelt. Bis gleich. So, jetzt habe ich weiter gegrindet und zwar bis Level 25 und ja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Aha. Und es ist eine Kaskade. Geil, jetzt haben wir eine schöne Wasserattacke. Und ja, jetzt haben wir Gyarados, Ponyta, Greenpeace und Arbok alle auf Level 20, 21 und 25. Damit sollten wir es doch durch den Mondberg schaffen, hoffentlich. Achso, ich bin übrigens zurückgelaufen, weil man Carpador hier besser trainieren kann, weil hier auf dieser Route lauter Tragossos waren, wo ich gerade war. Und Tragos, das kann man gut mit Blubber killen. So, gleich sind wir da. Oh Gott, ich habe Angst vor dem Mondberg. Auch wenn wir jetzt gut gelevelt haben, gibt es trotzdem böse Stellen. Vor allem das, was in der Mondberg, ne, wie der innen aussieht. Das ist das reine Labyrinth. Da hatte der Entwickler sehr viel Spaß, das zu bauen. Und sehr viel Narzissmus hat er da auch benutzt, scheinbar. So, jetzt haben wir schnell die Pokémon. Okay, und los geht's. So, hallo Labyrinth.
So, und hier haben die Pokémon schon Level 16, okay. Ein Feuerstein. Nur schade, dass wir keinen Vulcano oder Vulpix bei uns haben. So, das ist Aquaknarre. Aquaknarre würde ich Gyarados beibringen, wenn es nicht schon Kaskade könnte. So. Ja. Dieser Weg zwingt uns jetzt gegen jeden Trainer hier zu kämpfen, der hier ist. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ne, wird auch nicht, denn wir spielen Pokémon Blue Kaizo. Ah, schön, dass wir gelevelt haben. Ah, ist ja ein Traum. So, vielleicht sollte ich Arbok an erste Stelle setzen. Oder nee, wir hauen Ponita an erste Stelle. Ponita. So, diese Trainerin hat im Original ein Pipi. Und hier hat sie auch ein Pipi. Pipi macht mal schnell Pipi. Flammenwerfer. Flammenwerfer! Eigentlich heißt die Attacke Flammenwurf. Aber übersetzt heißt sie Flammenwerfer. Was ist mit der Musik los? Ich habe die Musik kaputt gemacht. Entschuldigung. Ach nö, jetzt gibt's hier 3, 4 Wege oder was? Mann! Nee, komm. Schauen wir erstmal nach, was hier oben ist. Enthalten uns. Wir mal. Die Glitz. Nö. Oder wollen wir doch schauen, was da unten ist? Ich glaube, wir schauen doch nach, was da unten ist. Nicht, dass dann irgendwie lauter Items sind, die wir jetzt nicht holen. Aber wahrscheinlich sind da Sackgassen da. Jede Wette! Ich kenne dich, Entwickler. Ich spiele den Hack zwar nur 5, 6 Parts mittlerweile, aber ich kenne dich mittlerweile. Ja, ich weiß, wie du denkst. Das sind wahrscheinlich Sackgassen. Und zwar nicht nur eine. Nein, es sind wahrscheinlich 4. Who's that Pokémon? It's Clefairy! It's Pikachu! Ich wusste es. Rhyhorn. Wasserstein. Brauchen wir fürs erste nicht. Ey, Dude, nervt mich nicht. Nein, komm, ich skipp die jetzt nicht, die Hülden-Pokémon. Auch wenn ich fliehe, ich skipp sie mal nicht. So. Wow, it's way bigger in here than I thought. Ja. Goldeen. Oh Mann, ich muss jetzt gegen dieses Goldeen kämpfen. Holen wir uns dieser Knospe aus. Schnabel. Absorber. Holen wir uns die KP wieder. Boom. Superschall. Geht zum Glück daneben. Sepa! Blubstrahl.
Sieht übler aus, als es eigentlich ist. Und weg mit dir. Weiter geht's. Gehen wir mal da lang. Aha, Sackgasse. Okay. Oh Gott, und dieser Weg halt verdreifacht sich jetzt auch. Eine ist eine Sackgasse. Wir laufen in der Sackgasse, nicht wahr? Nee. Ach, da unten ist ein Item. Wahrscheinlich ein Sonderbomber oder sowas. Ich will zuerst das Item hier. Das links wäre eine Sackgasse gewesen. Das heißt, hier unten ist schon richtig. Hier ist ein Blattstein. Okay, jetzt haben wir alle drei Steine. Sehr schön. Das bringt uns sehr viel, denn man kann so die Steine sowieso später dann in Ducati City erwerben. Für 2000 Pokédollar. Das heißt, wir haben effektiv kein Geld gespart, weil wir eh kein Pokémon wahrscheinlich benutzen werden, was sich durch einen Stein entwickelt. Ein Onix gibt es normalerweise hier nicht. Die kann man frühestens im Felsturnier erst fangen. Genauso wie Macholo. Macholo kann man auch frühestens erst im Felstunnel fangen. Oh Gott, auf dem Felstunnel habe ich überhaupt keinen Bock dann später. Weil der ist ja dunkel und so, ne? Hallo, du Nerd. Im Original hat der einen Voltoball und einen Magnetilo, glaube ich. Dude, du schon wieder. Ja, geil. Selbstmord. Selbstmord ist keine Lösung. Such dir einen vernünftigen Therapeuten, aber mach doch keinen Selbstmord. Coughing. Coughing. So, auf Coughing brauche ich erstmal Koffein. Und jetzt, wenn ich zu viel Koffein zu mir nehme, dann lande ich in einen Koffin. Und dann sind so vier schwarze Männer, die tanzen dann, während sie meinen Sack tragen. So, natürlich ist hier noch der andere Typ. Ja, das war so klar, dass dieser Hack uns durch die gesamte Höhle führen will. Auch die ganzen Tränen und so weiter. Kein Gesang! Kein Ges... Oh, Metronom. Cool, ich mag Metronom. Oh, ich habe schon Hyperstrahl gelesen. Ah, oh, Hyperstrahl wäre mega fatal. Yay. Pilze. Hau mal die Pilze wieder auf den Grill. Oder verbrennen sie mit einem Flammenwerfer. Denn ich mag eh keine Pilze. So, weg. Gut. Venonat. Es kommen schon. Es kommen wieder die lästigen Scheißviecher. Hier. Weg. Weg. Ich dachte, in der Höhle hätte ich meine Ruhe, aber nein. Selbst in einer Höhle tauchen noch diese Fliegen und Falter auf. So, tschüss. Stehen Schmetterlinge eigentlich unter Naturschutz? Ich weiß nicht. Und weg. Ich kann ein bisschen was zu den Pokémon erzählen, wenn ich mal eins begegne. Aber mir fällt nichts mehr ein, weil wir begegnen hauptsächlich... Ah, Dicta. Dicta kann man nur in dem Dicta-Tunnel fangen, im Originalspiel. So, oh Gott. Was machst du? So, ein Voltoball. Voltoball kann man frühestens vor dem Felstunnel fangen. Im Originalspiel. Ist das Pokémon Nummer 100 auf den Decks? Okay, hier ist Blockade.
Rihorn. Rihorn kann man nur in der Safari-Zone fangen. Im Originalspiel, versteht sich. Und ich glaube im... Ich glaube in der Azuria-Höhle. Oder nee, da kann man glaube ich nur schon Rizoros... Da kann man nur Rizoros fangen, aber keine Rihorns, oder? So genau habe ich das jetzt nicht im Kopf. Aha. Ach ja. Slimer. Slimer kann man auch frühestens... Ich glaube im Kraftwerk... Nee, Kraftwerk ist gelbe Edition. Ich glaube auf der Route da, wo dieser Radweg ist. Bin mir jetzt nicht sicher. Wo habe ich damals meinen Slimer gefangen, als ich alle Pokémon gefangen habe, privat? Ich habe mal einen privaten Safe-Stick privaten Spiel gespielt, da habe ich wirklich alle Pokémon geholt, was zu holen gab. Ohne Tausch. Aber wo habe ich damals Slimer gefangen? Boah, ist das fies. Ja, voll die Gangster seid ihr hier, mich hier von hinten attackieren. Der Hackentwickler ist ein Gangster. Ach, ist nur ein Aber. Hoffentlich kann es nichts. Keine Psychokinese oder sowas. Ja, brenn erstmal. Kinesis. Diese Attacke kenne ich gar nicht. Dratini. Ey, wo hat er das Dratini her? Ich will auch eins. Wo hast du das Dratini her? Dratinis kriegt man frühestens im Originalspiel in der Spielhalle. Für 2800 Pokédollar. Tackle. Hast du eine Donnerattacke? Nein, aber Dragon Rage. Gut, dass ich gegrindet habe, weil Dragon Rage kann tödlich sein in dieser Phase. Dragon Rage zählt immer 40 KP ab. Und in dieser Phase haben nicht viele Pokémon 40 KP. Das sind meistens dann die Maximalleben. Aber gut, dass wir einen Gyarados haben, was so overpowered gerade ist. Dann haben wir diesen Gangster. Ich bin nicht der Gangster, ich greife Trainer von hinten an. AP Plus. Könnte nützlich sein. Slimer. Warum hebst du deine Arme, Slimer? Put your hands in the air if you are a Grimer. Da-da-da-da. Voltorb. Voltorb. Spricht man das Voltorb aus oder Voltorb? Also, dass man quasi eine Pause zwischen dem Volt und dem Orb macht. Voltorb. Hier ist nichts bloß Abfall. Koffing! Unser Starter-Pokémon in Team Rocket Let's Play. Fuck, ich will es nicht fangen. Ich habe mich verklickt. Ja gut, ich hätte sowieso kein Smokescreen, alles klar. Zum Glück kein... Zum Glück kein Finale. Ah, es ist gemein. Wenn man faul ist, wird man bestraft. Aber ich glaube, man muss hier sowieso gegen ihn kämpfen. Traumato ist fies. Weil es kann Hypnose und Traumfresser und so weiter. Und das ist schwer zu countern. Wenn es einmal eingeschlafen ist, dann... ja, dann hat man ein Problem. Ich habe ein Problem, Leute. Jetzt kommt Dream Eater, oder? Nein, Konfusion. Egal, das schaffst du. Jetzt wach auf. Wach auf! Okay, das war kriminell, was der gemacht hat. Egal, ich habe noch einen Gyarados. Gyarados. Waterfall. Nimm das.
Das ist mein stärkstes Pokémon. Und es hat Level 26. Wie gefällt dir das? Oh, Golbat. Die Entwicklung von Zubat entwickelt sich mit Level 22 oder 23. Also von Zubat aus. Und entwickelt sich mit... macht nichts. Entwickelt sich mit Liebe zu Xpat. Wobei das etwas komisch ist, weil... ne, eine Fledermaus, die sich durch Liebe entwickelt, ist ein bisschen komisch. Na toll, jetzt hat uns den Weg blockiert. Okay, dann laufen wir halt andersrum. Sein Schreff. So, hier ist immer ein versteckter Äther. Haben wir eigentlich ein Escape Rope? Weil ansonsten würde ich es jetzt gleich einsetzen. Escape Rope? Nein, wir haben wahrscheinlich keins. Nein, natürlich nicht. Oh Gott. Das erinnert mich irgendwie an die Azuria-Höhle, so wie das hier jetzt aufgebaut ist. Ich kämpfe nicht gegen euch, ich bin Pazifist, was die Pokémon angeht. Außer ich trainiere. Sonst kämpfe ich nicht gegen euch. Wieso Voltorb? Warum wohnen hier Voltorbs? Ich meine, das ist eine Höhle. Und Voltorbs brauchen Elektrizität. Das ist kein Ort für Voltorbs. So, kann ich jetzt bitte... Trainer. Did you come to explore to... Ich habe das Gefühl, wir müssen diese Höhle später verlassen, um unsere Pokémon zu heilen. Ein Krabi, Pokémon Nummer 99 im Dex. 98, sorry, 98. 99 ist Kaputops. Und es kann Body Slam. Ja, wir müssen auch... Ich glaube, wir sollten die Höhle langsam verlassen, weil... Wir schaffen es nicht mehr allzu weit. Jetzt kommt Farfetch'd Porenta. Es wird langsam kritisch. Okay, das haben wir noch gewonnen-hittet. Aber beim nächsten Trainer werden wir in Ohnmacht fallen. Oder unser Geld verlieren. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier Stopp und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich werde zwischenzeitlich die Höhle verlassen und wieder reingehen. Ja, um meine Pokémon quasi heilen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, euer Anka. Ciao.